Am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr kam es in Kaisersesch zu einer Gasexplosion in einem Mehrfamilienhaus. In einer Wohnung eines alleinstehenden Mannes entstand offenbar eine Feuerwand. Der 61-Jährige erlitt dadurch starke Verbrennungen und wurde in ein Krankenhaus nach Koblenz gebracht. Die Polizei geht nach den ersten Ermittlungen davon aus, dass die Explosion durch einen Gasherd in der Wohnung des Mannes ausgelöst wurde. Zur Ursache, ob ein technischer Defekt oder menschliches Fehlverhalten vorlag, konnte noch keine Angaben gemacht werden. Aufgrund der Schadstoffbelastung mussten alle Bewohner das Haus verlassen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 60.000 Euro.